So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Falls euch die Vorgeschichte zu dem, was ich jetzt sage, interessiert, dann klickt mal hier oben in der Ecke. Da geht's zu Teil 1. 3, 2, 1, Shit Em. Video! Wie gesagt, also YouTube, dieses riesige Universum, das ist eigentlich nur noch langsam am Wachsen, beziehungsweise Instagram eigentlich nur noch langsam am Wachsen. Das sind meiner Ansicht nach so riesige Monstren, wo sich dann immer alle Menschen darauf stürzen, um damit irgendwie etwas zu erreichen, zu kommunizieren, vor allem Produkte zu verkaufen. Wir leben ja in diesem seltsamen Kapitalismus, der immer über diese Idee funktioniert, dass irgendwer was herstellt und jemand anders muss es dann kaufen. Und dann muss man ganz viele Leute immer davon überzeugen, dass sie dann auch unbedingt da kaufen und so weiter. Wahnsinn, was für eine Welt, in der wir da leben. Okay, also bevor ich jetzt zu weit abgleite von diesem Thema, würde ich jetzt nochmal auf mein eigenes jeden Tag ein Videoprojekt zurückkommen. Das hatte sich ja im ersten Teil schon angekündigt. Es wird diese Serie weiterhin geben, aber ich muss realistisch sagen, ich werde es einfach nicht schaffen, dass ich jeden Tag ein Video produziere. Ich habe auch noch einen ganz normalen Job. Wie gesagt, ich versuche weiter mit diesem Instagram-Kanal Schnittlabor Studio zu arbeiten, weil da kann man sozusagen nochmal auf ganz andere Weise Kommunikation und Austausch sozusagen herstellen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Medium zur Kommunikation und da kann ich euch dann auch so ein bisschen mehr so Hintergrundsachen irgendwie zeigen. Aber wie gesagt, alles gleichzeitig, der Tag hat nur 24 Stunden. Ich schlafe sozusagen ohnehin nur noch höchstens eine Stunde pro Tag, wenn überhaupt. Nee, stimmt nicht. Aber es gibt schon interessante Modelle. Also da haben sich manche Leute Sachen ausgedacht, wie zum Beispiel diesen Uberman-Cycle, beziehungsweise also Sleep-Cycle, beziehungsweise auch, dann gibt es noch den Everyman-Sleep-Cycle. Das sind tatsächlich Systeme, wo Leute versucht haben, mit sowas wie 2 Stunden pro Tag Schlaf auszukommen. Einfach dadurch, dass man den Tag in mehrere ganz kurze Schlafeinheiten von vielleicht sowas wie 20 Minuten einteilt. Aber das nur nebenbei. Wie gesagt, jeden Tag ein Video, also jeden Tag ein Video. Oh, oh. Da gibt es ja auch diesen komischen Intro-Jingle, den ich da mal eingespielt habe. Jeden Tag ein Video. Jeden Tag ein Video. Übrigens, falls euch mal auch so ein bisschen Gitarrenkram interessiert, dann schreibt es vielleicht mal unten in die Kommentare. Ich werde weiter produzieren, ich werde auch manchmal Produkt-Reviews noch machen, aber vielleicht einfach täglich ein Video ist doch ein bisschen zu wild und ich muss da auch ein bisschen realistisch sein mit meiner Zeit. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich bleibe auf jeden Fall dran und versuche mein Bestes, um euch mit den absurdesten und spannendsten Dingen, die mir so im Alltag begegnen, zu unterhalten. Hit follow and like. See like. You soon. Like. Stop recording.